Vetrasana ist die Rohrstellung oder auch der Sitz des Rohres. Lina zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier aus stelle die Füße auf und fasse mit den Händen an die Fußgelenke. Dann hebe das Becken hoch. Das ist Vetrasana. Vetra heißt auch Rohr. Diese Stellung hat eben etwas Leeres zwischen Armen und Beinen und so ist das Ganze wie ein Rohr, wo dazwischen etwas dazwischen passt. Vetrasana entwickelt die Flexibilität in Oberschenkel und Hüften, dehnt auch den Brustkorb etwas und ist gleichzeitig eine Vorwärtsbeuge vom Standpunkt des Halses und damit gut für die Schilddrüse und den Sprechapparat.